Liu Su, China. Heiß geht's zu bei den Formel 1 Powerbooten und deren leicht entzündlichen Kraftstoffen. Doch sind sie erstmal zu Wasser gelassen, wird so richtig gefährlich. Innerhalb von 4 Sekunden beschleunigen sie von 0 auf 160 km/h. Bremsen, Fehlanzeige. Unfälle deshalb an der Tagesordnung. Der Franzose Touré kollidiert mit dem Italiener Lagionella. Glücklicherweise beide unverletzt. Ganz ohne Probleme und am schnellsten unterwegs Tani Alkanzi vom Team Abu Dhabi, der Sieger des Tages. London. Nein, das ist kein besonders sportlicher Autoverkäufer. Vielmehr geht die Gestaltung der olympischen Wettkampfstätten in die Endphase. Grund genug für die Veranstalter, schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Eine Aufgabe für JJ Jagerty. Diese drei Autos, einstmals typisch für die Insel, gilt es zu überspringen. Das gelingt dem englischen Weitsprungmeister nahezu spielend. Ob allerdings der olympische Funke auch so einfach überspringt, muss sich noch zeigen. Manchester. Das Finale der British Open im Taekwondo zwischen Katharina Weiss mit der roten Weste und Bianca Walkden endete zugunsten der Briten. Übrigens, die Wurzel der bekannten Kampfsportarten liegt teilweise mehr als 1000 Jahre zurück. Doch das ist noch gar nichts. Sri Lanka, die Angam-Fighter führen ihre Kunst auf König Ravana zurück. Der soll vor ca. 25.000 Jahren gelebt haben, also ein archaisches Vergnügen, das tänzerische Elemente mit zünftigem Nahkampf verbindet. Anhand der Trainingsgeräte lässt sich auch die steinzeitliche Herkunft durchaus noch erahnen. Dazu ist die gemeinschaftliche Meditation ein Muss, irgendwie paradiesisch. Ötztal, Österreich. Herausforderung Natur. Dieses Wasser ist schon mehr als wild. Damit perfekt geeignet für die Weltmeisterschaft im Extremkajaksprint. Neben starker Muskulatur sind auch starke Lungen gefordert. Es sei denn, die Technik ist nahezu perfekt. Wie beim Neuseeländer Sam Sutton. Ihm gelingt die Sickline, die schnellste Linie durch das brodelnde Gebirgswasser. Mit Streckenrekord holt er sich den Titel vor Landsmann Mike Dawson. Der wartet schon im Siegerpool. Einfach verlockend.